Heute wurde das neue Kundencenter der Stadtwerke Schweinfurt in der Bodelschwingstraße eröffnet. Des Aufsichtsrates der Stadtwerke Schweinfurt, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich tue das gemeinsam mit dem Geschäftsführer, Herrn Kästner, der anschließend noch ebenfalls das Wort an Sie richten wird. Wir eröffnen heute hier unseren zweiten Kundeninformationscenter. Zweiten deswegen, weil wir am Rossmarkt unmittelbar einen solchen Center ja bereits in Betrieb haben. Hier jetzt ein zweiter am Stammsitz der Stadtwerke in der Bodelschwingstraße, weil wir festgestellt haben, wie gut unser innerstädtischer Informationscenter angenommen wird und wie groß auch das Informationsbedürfnis der Kunden ist. Alles, was die Stadtwerke betrifft, rund um die Themen Nahversorgung mit Strom, Wasser, Gas, Strom, aber natürlich auch die Angebote unseres ÖPNV. Und wir stellen fest, dass trotz Digitalisierung, trotz Corona, dieser unmittelbare Kontakt mit einem Kundenberater auch in Zeiten wie diesen noch sehr nachgefragt ist, ja geradezu gewünscht wird. Und um auf dieses Kundeninteresse zu reagieren, haben die Stadtwerke sich entschieden, hier diesen Bereich der Zentrale zu einem Kundeninformationscenter umzubauen. Und ich freue mich sehr, dass wir am heutigen Tage den Betrieb aufnehmen können, die Eröffnung feiern, wenngleich auch noch nahezu ohne Publikum, denn die Menschen sind zurzeit noch ein bisschen zurückhaltend. Aber sie sind natürlich ab heute herzlich eingeladen, hier diesen Beratungsservice auch anzunehmen. Ja, dazu denke ich, möchte zunächst mal der Geschäftsführer und dann anschließend hier der Serviceleiter ein paar Worte verlieren. Ja, mit dem Kunden, dann komme ich mal hier rüber, also auch unter Wahrung des Sicherheitsabstandes. Mit der Neueröffnung dieses Kundencenters können wir die Besucherströme entzerren. Das heißt, das Gedränge, das wir durchaus in den kleineren Räumlichkeiten am Rossmarkt haben, wird in der Zukunft hier auch durch die neuen Räumlichkeiten aufgefangen. In diesem Kundencenter sind wie am Rossmarkt alle Produkte verfügbar, Strom, Gas, Wasser, Fernwärmeverträge. Sie werden sehen, unser gesamtes Breitband- und Telefonieangebot ist hier und auch das Hausanschlusswesen, wie zum Beispiel auch die Ausgabe der Standrohre. Wir sind von den Räumlichkeiten her in der Lage, auch Produkte, Neuigkeiten, Zukunftsprodukte zu präsentieren, wie zum Beispiel Ladesäulen, wie zum Beispiel unser IPTV. Und es ist ganz einfach, hier in den Räumlichkeiten zu wandeln und einfach zu schauen, was bietet die Energiewende und was bietet die Energiezukunft. Energiezukunft ist ein Thema. Wir richten unseren Parkplatz, unseren Kundenparkplatz vor der Tür. Wir haben übrigens auch eine Bushaltestelle vor der Tür, die Mozartstraße, derzeit aus mit einer Schnellladesäule oder Schnellladepunkten. Das heißt, wir haben bereits eine Ladesäule. Jeder, der elektrisch zu uns kommt, wird auch elektrisch hier laden können. 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten hier am Standort. Wir können da so ein bisschen je nach Bedarf zwischen Rossmarkt und Bodelschwingstraße hin und her pendeln. Und letzten Endes wird auch von hier aus unser Live-Chat durchgeführt, organisiert. Das ist gerade in der Krise, wenn vieles elektronischer erfolgt, weniger Kundenkontakt erforderlich ist, eine Online-Gesprächsmöglichkeit mit Kundenberatern, die dann digital über einen Videochat letzten Endes die Beratung durchführen können. Auch das passiert hier an diesem Standort. Ansonsten würde ich gern an den Kollegen Volk, den Leiter dieses Kundencenters, dieses Kundenzentrums übergeben und er wird Sie an der Stelle ein bisschen rumführen und Ihnen zeigen, was wir hier haben. Ich hätte noch eine Frage. Wir haben vor kurzer Zeit oder schon, ist doch schon ein bisschen her, einen Elektrobus getestet hier in Schweinfurt. Und können wir vielleicht erfahren, wie der Test ausgegangen ist, ob ein neuer, ob dieser Bus angeschafft wird oder ob. Da können Sie mir ein bisschen was sagen dazu. An der Stelle will ich natürlich den Entscheidungen des Aufsichtsrates nicht vorne weggreifen. Wir haben den Bus getestet. Wir haben letzten Endes auch geschaut, wie viel Strom er verbraucht, ob er unsere Fahrprofile abdecken kann. Kann man sagen, er kann alles abdecken, bis auf eine kleinere Strecke auf der Linie 25. Da ist nämlich eine Unterführung, die ein bisschen niedriger ist und Elektrobusse sind ein bisschen höher. Die haben nämlich elektrische Komponenten auf dem Dach und da passt er nicht durch. Aber ansonsten hat das Fahrzeug alle Anforderungen erfüllt. Wichtig ist Wettbewerb an der Stelle. Wir werden auch noch Fahrzeuge anderer Hersteller testen, damit wir nicht nur so ein
alleinstehende Informationen an der Stelle haben. Und wenn wir dann vergleichen können und der Meinung sind, die Technik bewährt, werden wir sie selbstverständlich in zukünftige Entscheidungen, was die Fahrzeugbeschaffung anbelangt, mit einbeziehen, dem Aufsichtsrat vorlegen und dann diskutieren und dann entscheiden. Vielen Dank. Wenn wir einfach mal gucken, wir haben hier zum Beispiel unsere Meerspatten-Demo-Wand aufgebaut. Also das ist die Meerspatte, wie sie im eigenen Haus, im eigenen Keller auch reinkommt von uns. Wir haben hier die verschiedenen Medien. Hier haben wir jetzt einfach mal beispielhaft Wasser, Gas, einen Glasfaseranschluss und Strom aufgebaut und zeigen dann eben, wie es dann im Haus weitergeht. Also haben Übergabepunkt Strom, Übergabepunkt für Glasfaser und haben dann die komplette Verteilung, wie es dann im Haus eben auch weitergeht, einfach mal dargestellt. Also es gibt ganz verschiedene andere Variationen, aber hier kann man dem Kunden eben schön zeigen und auch ganz einfach erklären, warum welches Gerät wie, mit welchen Abständen vielleicht auch im Gang haben. Wir bauen ja aktuell diese alten, klassischen, konventionellen Ferraris-Zähler aus und tauschen die gegen moderne Messeinrichtungen sowie auch intelligente Messsysteme und haben jetzt eben für die Kunden einfach mal beispielhaft die aktuell am häufigsten verwendeten Messsysteme aufgebaut, um einfach zu zeigen, okay, was kann der Zähler, wie kann ich den vielleicht auch durchdrücken, um den Verbrauch anzuzeigen, um da einfach ein bisschen Erklärung dazu zu geben, weil da momentan sehr viel Nachfrage genau. Vielleicht eine Ergänzung, ganz interessant. Ja. Überall dort, wo es möglich ist, verbauen wir neue Multispartenanschlüsse. Da ist quasi die Zukunft bereits drin, weil Sie sehen in dem Multispartenanschluss nicht nur Wasser, Gas, Strom, sondern da führt auch das kleine Leerrohr durch. Das ist nämlich Breitband. Und die Breitbandversorgung wird letzten Endes genauso wichtig, wie die Heizkosten werden. Es wird immer wichtiger, man merkt jetzt in der Krise, dass man eine anständige Übertragungsgeschwindigkeit hat, auch um Homeoffice machen zu können, Konferenzen zu schalten, und das ist die Zukunft, dass dieses Röhrchen reingeht. Ist nicht selbstverständlich. Wir sind in Schweinfurt im Vergleich zu anderen Städten sehr gut abgedeckt und auch nicht nur was Privathaushalte anbelangt. Alle SWG-Wohnungen sind damit häuserseitig ausgerüstet, sondern wir haben auch in den Gewerbegebieten die Breitbandabdeckung zu 100%, insbesondere Hafen und im Hainig. Das heißt, da sind wir wesentlich weiter als andere Städte, und das ist, glaube ich, auch ein großes Zukunftsplus für diesen Standort, der gerade jetzt in diesen Zeiten sehr deutlich wird. Wir bieten ja unter anderem auch schlüsselfertige Lösungen für E-Fahrzeuge, Ladeinfrastruktur an. Also hier als Beispiel haben wir ein Komplettset, Ladesäule mit Montage, mit allem drum und dran für den Stadtwerkekunden für einen sehr, sehr attraktiven Preis. Mhm. Wir können eben Bandbreite von bis unseren Kunden alles anbieten. Also hier haben wir jetzt ein ganz einfaches Modell, Montage unterm Carport für den Privatkunden oder für eine Eigentümergemeinschaft eben, um wieder bei dem Beispiel zu bleiben. Wir können aber auch professionelle Lösungen für Firmenkunden mit Abrechnung, mit allem drum und dran, mit dem kompletten Full-Service-Paket anbieten. Und wir machen das eben auch komplett mit eigenen Mitarbeitern auch, das Ganze. Genau. Wie groß ist die Nachfrage da? Also sie wird mehr, also man merkt jetzt, ist ja so ein bisschen so wie das Hände-und-Ei-Problem, sag ich mal. Mhm. Also man merkt ja schon jetzt, dass die großen Hersteller, zum Beispiel Volkswagen mit dem ID.3, der jetzt im Sommer hoffentlich kommen soll, dass da die Nachfrage deutlich steigt. Also bei Gewerbekunden haben wir schon länger größere Nachfrage nach Ladelösungen, auch weil es die Kunden am Ende wünschen. Bei Privatkunden, mal bevor wir noch so das ein oder andere Thema von uns anschauen, haben wir hier eben unsere Kundentheke. Hier können wir alles abwickeln, was, ich sag mal, hohe Frequenz hat, aber einfach abzuwickeln ist. Also Beispiel E-Ticket ausstellen, E-Ticket ausladen, aufladen wäre so der Klassiker. Ansonsten haben wir eben hinten noch drei Beratungsplätze. Also für, ich sag mal, alles, was weniger frequentiert und vielleicht ein bisschen komplexer ist. Also klassisch, ich bin in eine Wohnung eingezogen, möchte die Energieversorgung anmelden, habe Fragen zu einem Hausanschluss, was kostet der Hausanschluss? Geht es überhaupt, wie viele Meter muss ich verlegen? Also alles, was ein bisschen beratungsintensiver ist, können wir dann eben hier über die Kundenberaterinnen und Berater abdecken. Genau. Ja. Was haben Sie hier Schönes? Genau. Also hier haben wir es auch so, Highlight würde ich, ja doch, vielleicht eins unserer Highlights, der interaktive Netzplan, den haben wir hier mal dargestellt. Also wir haben hier die Busse fahren, also die sind ja mit GPS ausgerüstet, also man sieht immer, wo welche Linie gerade unterwegs ist. Und ich kann am Ende jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte, mal ein Beispiel, Fahrplan hier,
möchte jetzt hier sogar noch drin Mozartstraße zum Rossmarkt fahren. Also von der Haltestelle hier vorne zum Rossmarkt, kann auf Suchen gehen und zack, zeigt er mir hier die nächstmögliche Verbindung dann an und ich kann dann sogar auf den Bus drauf gehen und kann dann sehen, wo ist er denn gerade und wann ist er denn voraussichtlich da und das eben live und in Echtzeit. Aber nicht nur hier im Kundencenter, sondern auch daheim am PC, an mobilen Geräten. Genau, also wenn Sie auf unsere Homepage gehen, in den Nahverkehrsbereich rein, finden Sie das auch ganz auch online. Mhm. Genau, und wir haben es hier eben auch mal installiert. Genau. Ja, dann haben wir hier noch. Spannend, das wäre die Hightech-Ecke. Genau, das ist so unsere kleine Hightech-Ecke, nenne ich es einfach mal. Wir haben hier mein IPTV, also unser modernes Fernsehprodukt. Diese kleine schöne Box hier, die ja ein bisschen mehr Funktionen bietet als so ein klassischer Fernsehanschluss. Also ich kann beispielsweise eine Aufnahmefunktion dabei, kann am Handy Fernsehen gucken, wenn ich das möchte. Und ich kann, habe eine Replay-Funktion. Das ist so für mich das größte Highlight. Also angenommen, ich will jetzt mein Beispiel am Sonntag 20.15 Uhr den Tatort schauen und schaffe es aber nicht pünktlich, dann kann ich dann einfach sagen, okay, zurück, bitte genau diese Sendung von Anfang an angeben, ansehen. Also ich kann zum Beispiel gucken, was ist gestern um 18 Uhr auf dem BR gelaufen oder wo auch immer, dann kann ich einfach die Sendung suchen und kann die sofort starten. Also ich habe über 30 Stunden rückwirkend alle Programme live verfügbar. Super, schöne Funktion. Genau. Genau so ist es. Ich nutze das IPTV privat auch. Ich kann sagen, es funktioniert und es funktioniert gut. Und es dient auch dem Familienfrieden, weil der Stress raus ist. Das wollte ich gerade sagen, wenn die Kinder nicht rechtzeitig im Bett ist, ist man sehr, sehr dankbar über diese Funktion. Das kann ich so nur bestätigen. Ja. Man kann das gemeinsame Abend ist oder so. Ja, genau, man kann das, wollte ich gerade sagen, das gemeinsame Abendessen abschließen. Genau, genau. Keiner steht dann unter Druck. Aha. Genau. Hier vor Ort. Genau. Sie können auch schnell, wenn Sie was nicht wissen, jemand holen. Das ist kein Callcenter im Ausland, wo anhand einer kleinen FAQ-Liste die Grundprodukte abgedeckt werden, sondern vollwertige Mitarbeiter, als wenn sie vor Ihnen sitzen und auch nicht anonymisiert. Sie haben hier nicht 91a automatisiert sonst irgendwas, der nach einer halben Stunde, wenn es nicht läuft, dann zu einer realen Person umschaltet, sondern wir helfen schnell und wir haben das jetzt auch nach Einführung der Funktion gesehen. Es wird sehr gut angenommen und die Gespräche sind effizient und man kann schnell geholfen bekommen. Wir haben das auch mit den Zeiten so eingetaktet, dass auch gerade Leute, die zu den normalen Öffnungszeiten berufsbedingt nicht kommen können, letzten Endes geholfen werden kann. Wenn es um 22 Uhr ist, kurze Nachricht hinterlassen, gibt sofort den ersten Anruf dann, wenn die Arbeit am nächsten Tag wieder aufgenommen wird.